Und ich habe heute für euch tatsächlich Concrete Genie dabei, das ja im letzten Jahr erschien für die PlayStation 4 und von Pixel Opus gemacht wurde. Das heißt, es sind die Macher, die damals schon Entschweint gemacht haben, was mir persönlich richtig gut gefallen hat. So. Dann spiele ich mit euch ein neues Spiel. Beziehungsweise schau ganz kurz in die Option, ob ich nicht die Lautstärke ein bisschen leiser machen kann. So. Genau. Perfekt. Und Sprachausgabe lassen wir auf Deutsch. Perfekt. So, neues Spiel. Ich habe es schon einmal durchgespielt im letzten Jahr und jetzt zeige ich euch einfach, wie das Spiel an sich ist. Wir spielen das dann auch im Livestream übrigens komplett durch, also nicht heute, aber dann halt nochmal in 2 Wochen und so weiter, bis wir es fertig haben. Ihr kennt das Prozedere. Sie müssen beide wieder lang arbeiten. Halt dich von Denska fern. Sorry, Mom. Ash. Sorry, Mr. Green. Oh, Cecil! Yeah, yeah, yeah. Oh, wow. Ash, das ist so schön. Okay, Kleiner, ab nach Hause. Naja, stimmt, das Mal-Tutorial übrigens. Ich steuere das nicht, indem ich meinen Stick bewege, sondern tatsächlich den Controller. So. Beim ersten Spielen war das echt ein bisschen tricky, aber. Huch, ich habe es einmal gelernt und habe es jetzt. Ganz gut verstanden. Wie es generell wir dir etwas Farbe. So. Das ist schon besser.
so. Ich denke, wir malen ihn mal hier komplett rot. Das ist halt so cool, dass man hier auch auf die Pinselführung und so weiter geachtet hat. Oh, jetzt habe ich den Zahn erwischt. Ah, naja, was soll's. So habe ich früher übrigens auch wirklich ausgemalt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Manchmal ist es auch gelb. Übrigens einer der besten deutschen Synchronsprecher, den ich für mein Leben gern mal live treffen würde. Aber das wird wohl nie passieren. Versuchen wir es mal mit Blau. Ja, das war die richtige Wahl. Ja, ich mal wirklich so aus. Es ist so. Okay, du wirst etwas Besonderes. Genau. Das hier ist Luna, aber ich verrate nicht so viel. Und das bei Vollmond. Ich glaube, ich nenne dich Luna. Sorry. Gefällt dir das? Da bin ich schon etwas stolz auf dich. Willst du abhängen? Janie, lass das! Ach, komm, Heulbaby. Das war weit daneben. Und die Schleuder hast du gestohlen. Das ist meine. Tja, jetzt nicht mehr. Aufwachen, Freak! Na, was gibt's heute zu essen, Ash? Au. Ups. Was ist denn das? Dein kleines Ausmalbüchlein? Wieder her! Komm und hol's dir! Hierher, Bee! Hey, das gehört mir! Nix da! Was zum... Her damit! Was wirst du, kleiner Mann? Hey, wir können ihn doch in die Bahn stecken. Dann kann er mit dem Leuchtturmgeist abhängen. Hab keine Angst, Ash. Vielleicht hat Mama recht. Ich sollte hier wohl nicht mehr herkommen. Aber es fühlt sich immer noch wie zu Hause an. Das lila Zeug. Es breitet sich immer mehr aus. Egal was es ist, es blockiert wohl die Räder. Ich glaube, ich sitze fest. Meine Seiten? Wie sind die hierher gekommen?
Hoffentlich denken sie nicht, ich bin einer von denen. Da ist Luna wieder. Das kann doch nicht der Wind gewesen sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich hole mir erstmal meine Seiten zurück und dann suche ich nach einem Weg zurück nach Danska. Genau, hol dir erstmal deine Seiten zurück. Wir gucken uns ja erstmal ein bisschen um. Aber ich glaube, hier ist noch nichts. Nee, nur Dinge, mit denen wir noch nichts anfangen können. Dann gehen wir mal hier rein. Komm, Ash, mach die Tür auf. Hallo? Wow. Das ist... Diese Seite, als hätte sie ein Eigenleben. Okay. Gut, hier komme ich nicht lang. Da ist sie wieder. Geister gibt es nicht. Was zum... Luna? Okay, so hatte ich mir deine Stimme eigentlich nicht vorgestellt. Möglich. Hey! Gib mir meinen Pinsel zurück. Du bist jetzt in der Wand. Soll ich den Pinsel darauf richten? Wow, das erfordert wohl etwas Übung. Moment, malen bringt sie zum Leuchten. Okay, dann malen wir. Aktuell malen wir die Sterne hier dran. Seht ihr das?
Warte, wo willst du denn hin? Hier hoch? Hier hoch? Okay. Oh, da sind noch... Oh, mehr von meinen Seiten. Mal sehen, wie das an der Wand aussieht. Du willst, dass ich das male? Wir sollen das... Das hier. Wo ist denn mein... So, was möchte sie noch haben? Okay. Auf dem Gras rumzulaufen wird dir Spaß machen. Pflanzen? Okay, wieso nicht? Damit du es warm und gemütlich hast. Ein Feuer. Na gut. Geht klar, Luna. Da. Na klar. Und Sterne. Was wäre das für ein Lagerfeuer ohne Sterne? Ich will aber noch das hier. So. Das ist unglaublich. Was bist du denn? Nur ein Klecks Farbe? Na toll, ich hab einen blinden Passagier. Meinetwegen, Klecks. Wisst ihr, ihr seid gar nicht so gruselig, wie man es von Leuchtturmgeistern erwarten würde. Nach oben. Okay. Klar. Sieht total stabil aus. Das sieht aus wie... Hab ich das etwa gemalt? Als ich noch klein war, habe ich diese Dinger überall hingemalt. Aber an das hier erinnere ich mich nicht. Wie kommt das nur hier hin? Wow! Was ist da hinten los, Klecks? Also gut. Einfach unglaublich. So, der kriegt Hörner. Der Pinsel ist spitze. Zwei. Und ein Schwanz. Und jetzt ist er fertig, oder? Braucht er noch... Der braucht das hier noch. Hätte nie gedacht, einen in Lebensgröße zu sehen. So. Wow. Du bist lebendig? Hi, du. Könntest du mir vielleicht helfen? Das ist ein Feuer, Jin. Wow. Und der kann mir jetzt so, hier im Grunde helfen. Danke. So. Okay, hier lang. Vielleicht kann sie mir helfen, zurück nach Denska zu kommen. So,
Sollen wir da durchgucken, Luna? Mann, das lila Zeug, die Finsternis. Ich wusste nicht, dass es so schlimm geworden ist. Und was ist, wenn sie sich bis hierhin ausbreitet? Oh, meine Malerei hat den Teil erhellt. Hier, im Leuchtturm. Du willst, dass ich das tue? Die Stadt mit Farbe wiedererwecken? Das Problem ist, dass ich nicht viel machen kann, solange ich hier feststecke. Das kriegen wir schon hin. Deswegen. Luna, wo bist du hin? Ich glaube, ich muss all diese Lichter anmachen, indem ich darunter etwas male. Da malen wir hier, das hier haben wir noch nicht gemalt. Und hier. Gibt es einen ganzen Tannenwald. So. Und hier mache ich einfach diesen mehrere Äpfel hin. Wunderschön. Ein bisschen Gras. Und Sterne. Es kann auch nie genug Sterne geben. Oh nein, die Finsternis ist ja auch hier oben. Du kommst an dem Zeug nicht vorbei, richtig? Und, was meinst du? Was ist hier los? Hältst du mich irgendwie auf? Super Farbe. Wow. Oh, cool. Das ist wie Superfarbe. Und damit kann ich die Finsternis nämlich einfach... So, das waren alle. ...vertreiben. Okay, Luna. Die Luft ist rein. Dieser Schalter sieht vielversprechend aus. Ja!
Hast recht, Luna. Denska sollte wieder schön werden. Ich mach es. Ciao, Luna. Bis später. So. Und dann können wir wieder zurück und den Rest mit Farbe versehen. Scheint, als wäre mein erster Halt der Fischmarkt. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich Cecil, den alten Seelöwen, zuletzt hier gesehen habe. Alle anderen haben die Stadt vielleicht aufgegeben, aber ich nicht. Nimm das! Yeah! Ja! Guter Wurf! Hä? Diese bescheuerten Vögel! Lass sie in Ruhe! Warum? Die sind dämlich! Weil ich es sage! Ah, du willst wohl, dass ich dir ein paar aufs Maul gebe! Als ob du das könntest! Hey, hört auf damit! Hört ihr das auch? Schlimm genug, dass eines dieser Kinder meinen Namen trägt. Von diesen Lichtern. Ein guter Ort, um anzufangen. So. Was sollten wir hier hinmachen? Was denkt ihr? Tulpen? Die Lichterkette leuchtet. Wohin jetzt? Okay, an das erinnere ich mich. Vielleicht gucken wir aber erst noch mal um die Ecke, ob es nicht hier noch ein paar Dinge gibt, die wir mitnehmen können. Was geht da drüben ab? Nochmal so eine Zeitung. Ich dachte, wir wären jetzt schon weg. Wo es nochmal so ein bisschen um die Hintergründe der Stadt geht. Aber hier gibt's keine
Schade. Aber hier gab es doch auch Skizzenblätter. Wartet mal. Achso, mit der Katze können wir kugeln? Was? Du möchtest noch mehr schmusen? Na gut. Also gut. Dann nehmen wir jetzt das hier, ne? Und dann kriegt das er ist diese doch gut. Dinge. Vom Schwanz, ich habe halt nur diesen hässlichen. Na gut. Hallo auch, ich bin Ash. Mhm. Du magst diese Finsternis nicht, oder? Ich auch nicht. Okay. Vielleicht können wir sie gemeinsam loswerden. Kriegst du. Und? Da? Wie ist das? Nein, das muss ich mit Superfarbe beseitigen. Keine Superfarbe mehr. Oh nein. Ah, hat er mir schon wieder gegeben. Okay. Super. Und zwar aktivieren wir wieder die Superfarbe und nehmen jetzt aber das. Ich habe das Gefühl, dass das effektiver ist. So gut hat die Sardinenfabrik wohl noch nie ausgesehen. Komm schon. Lust zum Spielen? Dafür gab es auch so eine. Ah. Das gehört oh, jetzt echt ich an eine Ohren. Wand. Cool. Komm. Ach, der ist noch nicht fertig, ne? Gut. Doch. Superfarbe? Ja, bitte. Kannst du mir kurz helfen? Oh Mann, die schon wieder. Ich darf mich nicht aufhalten lassen. Vielleicht über die Dächer. Mist, ich brauche die Seite. Ich kann sie davon weglocken. Hey, kommt und holt mich! Er muss hier irgendwo sein. Au! Geht klar. Los geht's! Was? Was? Lauf ruhig weg, Freak! Achso, ich kann ja hier mal noch. Hm.
Die hat mir schon immer gefallen. Dieses alte Schild könnte etwas aufgefrischt werden. Dafür habe ich doch schon alles, oder? Ah, na bitte. Passt perfekt. Ich muss es wohl genau anpassen. Viel besser. So passt's. So funktioniert's. Funktioniert hier irgendwie nicht. Nee. Dann kann ich's doch noch nicht vollständig machen. Schade. Da sind sie wieder. Jetzt sei kein Baby. Ach, voilà. Na? Erwischt. So, noch ein Versuch. Mach dich bereit. Lato! Hab ich dir doch gesagt. Alles ist gut. Vielleicht verziehen sie sich ja. Du musst schnell denken. Ja. Und dann hat es noch Ohren. Hier. Große Hasenohren. Und dieses Schwanzdings. Mach dich bereit. Schlagschuss! Hab ich dir doch gesagt, alles ist gut. Mach dich bereit. Oh Mann. Halt mal hin. Wo ist er denn hin? Stell dich nicht so an. Du musst schnell denken. Ich mach besser einen Bogen um sie. Nein, Ryan. Wow. Hä? Jetzt seid ein Baby. Astrala. Ja, stimmt, ich hab noch super Farbe. Ach, Depp. Dieses Zeug muss weg. Ups, keine Superfarbe mehr. Sei kein Baby. Gehen die denn nie nach Hause? Line drive! Oh Mann, schon wieder verfehlt. Okay, aber beim nächsten Mal. Mach dich bereit.
So, was möchtest du? Gras? Okay. Wie ist das hier mit? Gras, bitteschön. Sehr cool, danke dir. Was heißt das? So, das Haus leuchtet. Machen wir hier aber noch ein bisschen Feuer hin. So. Ah, hier ist auch noch ganz viel. Okay. Da gibt es einen Wald. Cool. Okay. Hab ich dir doch gesagt, alles ist gut. Du musst her mit der Superfarbe. Nein, sei. Du musst doch alles gefasst sein, Jordan. Okay, aber beim nächsten Mal. Hey, ich bin's! Ich will den Scheißer endlich in die Finger kriegen! Ach komm, eure Mutter ist ein Scheißer, den ihr in die Finger kriegen wollt. Sorry? Kommt und holt mich! Jetzt zeig dich endlich! Erwischt. Oh, die Schmetterlinge. Ich will wieder so ein Tier. Ich mag die, wenn die... So. Auch solche Ohren. So einen Hallo, Baum kriegst du? Eine Sonne kommt sofort. So, was möchtest du noch? Oh, du willst spielen? Bravo! Echt gute Arbeit! Oh, das hatte ich noch gar nicht. Cool, habe ich gleich eine Trophäe für bekommen. Sorry, falls dieses hässliche Fenster da einploppt. Cool, die hatte ich noch nicht. Mehr Ranken. Die sind wie die Finsternis, aber ekelhafter. Selbst mit Superfarbe kommen wir da wohl nicht durch. Ja. Ah, hier ist noch Rucks. Okay. Lass uns das säubern.
Na, du hast doch Schmetterlinge. Willst du noch mehr? Das gefällt dir, oder? Ah, hier ist noch eins. Okay. Ich frag mich, wer das wohl ist. Mal schauen, wie das aussieht. Da wird hier so ein Rankenvieh. Was jetzt? Das braucht das auch noch. Okay. Na, hallo. Das bringt nichts, Kumpel. Zu weit weg. Ich hole es näher ran für dich. Wir machen hier erstmal. Yeah. Ach so, eigentlich wollte ich die Bäume. Hier. Das bringt nichts, Kumpel. Zu weit weg. Ich hole es näher ran für dich. Du möchtest ein Feuer? Okay. Das wolltest du doch haben, oder? Hier ist sonst nichts weiter, oder? Er kann übrigens nicht schwimmen. Mal sehen, ob ich auf diesem alten Schild malen kann. Passt perfekt. Viel besser. So passt's. Okay, das hat nicht geklappt. So funktioniert's. Ah, na bitte. Passt. Der gute Dosenlachs aus Denska. War nie so meins. Bringt nichts, Kumpel. Zu weit weg. Ich hole es näher ran für dich. Aber wie holst du es denn näher ran? Wie war das denn gleich? Au, okay. Und wenn ich hier Superfarbe probiere? Die Finsternisranken lassen sich nur mit Lichterketten bekämpfen. Nur mit Lichterketten. Natürlich habe ich eine übersehen. Bingo.
Und jetzt ab auf den Fischmarkt, um ein echtes Meisterwerk zu malen. Indeed, Ash, indeed. So. Hat jemand meinen Gin gesehen? Viel Spaß, Moment. Ihr zwei. Ich brauche noch einen Gin. Okay. Hey, hier drüben. Gutes Teamwork. Sehr gut. Und das heißt für mich, dass ich jetzt hier rüber hüpfen kann, um mein erstes großes Meisterwerk zu schaffen. Dann wollen wir dem Fischereihafen endlich mal richtig Farbe verleihen. Vielleicht kommt ja sogar Cecil, der Seelöwe, zurück und sieht es sich an. Ach, ich finde einen schönen Rasen auch toll. Und ein Baum. Oh Gott, ich liebe diesen Baum. Aber ich will einen von der Decke. Ein Feuerchen. Gute Wahl. Und Sterne. Und eine Sonne. Okay, fertig? Hast du das so vorgestellt? Ich wusste gar nicht, dass du hierher kommen kannst. Ich dachte, du sitzt, naja, im Leuchtturm fest. Oh, du kannst nur meine Meisterwerke besuchen? Ein kleiner Funkensprüher, was? Na gut, dann lass uns mal weiterziehen, Funke. Es gibt noch eine ganze Menge Bilder zu malen. Schön, dich zu sehen, Luna. Mach's gut, Luna. Sollte passen. Sollte passen? Was soll denn da jetzt der Konjunktiv, beziehungsweise die Verweichlichung, ne? So. Und dann okay. Kriegt er noch die hier. Schön, oder? Danke für die Superfarbe. Na hallo, willkommen im Leben. Na, wo geht der denn hin jetzt? Hübsch. So nicht, Elch. Wir lassen uns nicht fertig machen. Wir übermalen sowas einfach. So. Ja, das kriege ich wohl hin.
Wir machen das mal. Eins hier, eins da und wir skizzen. Da. Sehr gut. Du möchtest Gras? Okay. Bitteschön. Und, bist du zufrieden? Mach mal hier Elektrizität, mein Schatz. Danke dir. Hey, der Pinselwicht! Aber ohne Pinsel ist er nur ein Wicht. Gib ihn mir zurück. Zwing mich doch. Ich sagte... Was zum Teufel war das? Ist was passiert? Nichts. Ich... Vergessen wir diesen Versager. Mann, ich kann seinen Anblick echt nicht mehr ertragen. Das war... schräg. Danke. Das Denska Wasserkraftwerk. Oma hat mir von Professor Lees Experiment mit Wasserkraft erzählt. Das ist schon lange her. Aber als es nicht funktioniert hat, haben sie den Laden dicht gemacht. Mehr Bäume. Yay! Was möchtest du? Einen Apfel? Bekommst du. Bitteschön. Du hast wirklich einen ausgezeichneten Geschmack. Da ist doch noch ein. Oh. Oh. Du wackelst. Füllst du deinen Vitaminvorrat auf? Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat einen Vitaminschock. Ich glaube, der komischste Tag war, als Mama gemerkt hat, dass man hier nirgends mehr Milch kaufen kann. Nirgends mehr Milch, das klingt ja fast wie unsere Realität gerade. Das soll wohl was bedeuten. So, und jetzt regnet es nämlich unter der Brücke und das finde ich auch wunderschön. Und er ist immer noch kaputt. Komm mal hier. Hilfst du mir? So, was machen wir denn hier hin? Regenbogen? So. Toll. Ah, da ist auch noch... Komm her. Hier möchte ich dann Regen. Ohne Superfarbe kann ich das nicht beseitigen. Dogs. Denska Dogs. Ash the Paint Nerd. Superfarbe ist aus.
Ich bin hier. Danke. Man kann nie genug Superfarbe haben. Das kriegen wir doch auch schon hin, oder? Die Entwürfe müssen perfekt passen. Irgendetwas stimmt nicht. Sieht aus, als müsste ich mich an das Vorhandene anpassen. Na, ich versuch das doch. Aber was? Ach, so. Na bitte. Man muss schneller sein. Viel besser. So passt's. Alles fertig. Mama hat die Whale-Watching-Touren immer geliebt. Selbst wenn wir keine Wale gesehen haben. Ich würde alles geben, sie wieder glücklich zu sehen. Sehr gut. Hey, hier bin ich. Ah, hier. Lauf mal bitte hier. Ich bin hier. Warum ist da Sam's Packing? Ist es am Ende Werbung für... Sachte, Kumpel. Da bist du hier. Am Ende ist es Werbung für Death Stranding gewesen. So, ich habe einen irgendwo hängen lassen. Wieso? Wo hängst du denn, Schatz? Ach, du möchtest was. Wie sieht das aus? Gut. Sehr gut, komm mit. Hey, hier bin ich. Ich will immer nur was machen, wenn ich denen was male. Okay, wir klettern noch da hoch. Sammeln das ein. Sehr gut.
Und ja, erstmal reicht es für heute. Wir spielen dann in 2 Wochen Concrete Genie weiter. Nächste Woche ist Manuel wieder am Start mit Jaga wahrscheinlich noch. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da. Schaut regelmäßig bei uns vorbei. Und ja, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und ich wünsche euch einfach noch eine schöne Zeit. Ich habe zwischendrin aus Versehen das Menü gestartet, aber passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao.